Jeder Mensch hat das Recht, selbst zu entscheiden, wo und wie er leben möchte. So sagt es die UN-Behindertenrechtskonvention. Diese Vorgabe ist in Deutschland bisher jedoch nicht im Ansatz erfüllt. Mit seiner Kampagne Weg mit den Barrieren möchte der Sozialverband VdK auf diese Missstände hinweisen. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, wir haben rund 700.000 barrierefreie bzw. altersgerechte Wohnungen. Der Bedarf besteht heute schon bei 2,7 Millionen, das heißt, wir haben eine Deckungslücke von 2 Millionen. So, wenn Sie sich diese Zahlen anschauen, dann wird, glaube ich, deutlich, dass dieses Wunsch- und Wahlrecht, das in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben ist, überhaupt gar nicht realisiert werden kann, weil es einfach viel zu wenige barrierefreie Wohnungen gibt. Wo die häufigsten Barrieren liegen, weiß Melanie Ludwig von der Fachstelle für Barrierefreiheit des Sozialverbandes VdK. Die größten Barrieren zeigen sich oder die ersten Probleme treten auf beim Zugang, also Stufen sind, da merkt man zuerst, dass man nicht mehr so gut hochkommt und das Badezimmer, da die Tür, die in der Regel zu schmal ist, wenn man jetzt mit dem Rollstuhl oder auch mit dem Rollator in der Wohnung unterwegs ist, dass man halt nicht mehr durchkommt. Und ganz, ganz viele Anfragen sind einfach, ich komme nicht mehr in meine Badewanne, ich möchte eine Dusche einbauen lassen. Häufig sind es sogar nur kleine Dinge, die den Alltag erleichtern würden. So wie bei Dorothea Nickel. Hier sind es nur zwei Stufen, die der alten Dame das Leben schwer machen. Also, ich habe beantragt bei der Wohnungsbaugesellschaft, bei der ich Mieterin bin, dass man mir vielleicht, um hier besser die Treppe runterzukommen, ich kann hier mit dem Stock geradeaus nicht runter. Und jetzt mache ich Ihnen mal vor, wie ich versuche, normal runterzugehen, ohne jede Hilfe. Sehen Sie, ich habe keinen Halt, versuche mich also mit der Hand an diese Wand zu krallen, um an die erste Stufe zu kommen. Mit der zweiten wird es schon schwieriger. Also da setze ich den Stock unten hin und jetzt bin ich endlich unten. Nun stellen Sie sich mal vor, es regnet. Was ist dann? Dann ist diese Stufe wie eine Pfütze voll Wasser. Nun haben wir Winter. Und was ist dann? Dann haben wir hier Eis. Und im letzten Jahr habe ich erlebt, da kam ich nicht mehr raus. Ich hatte ein Taxi gerufen, um zu einer Freundin zu fahren. Und da musste der Taxifahrer mich quasi runterheben. Wenn man Probleme hat, Stufen zu bewältigen, sind Haltegriffe ganz wichtig, weil man dann einfach besseren Halt hat und sich auch hochziehen kann. Haltegriffe sind auch, wenn man so freie Stufen vor dem Haus hat, einfach an der Seite montierbar. Da brauche ich noch nicht mal eine Hauswand. Also ich kann ja einfach aus dem Boden kommend das machen. Ein eindeutiger Rechtsanspruch auf eine barrierefreie Wohnung besteht in Deutschland allerdings noch nicht. Also wenn ich jetzt durch eine Krankheit oder durch einen Unfall eine Beeinträchtigung habe und ich möchte jetzt umziehen in eine barrierefreie Wohnung, habe ich da kein Recht darauf. Wenn ich aber in meiner Wohnung, in der ich jetzt lebe, umbauen möchte oder muss, kann mein Vermieter nicht ohne weiteres diesem Umbau widersprechen. Also es gibt im BGB, den Paragraphen 554, und da steht drin, dass der Vermieter nur aus wichtigen Gründen seine Zustimmung verweigern kann. Im Falle von Dorothea Nickel verwies die Hausverwaltung auf den wichtigen Grund des Denkmalschutzes. Der Haltegriff wurde nicht genehmigt. Und da habe ich schon Eingaben gemacht an eine Zeitung, die hat sich gar nicht gerührt. Und bei der Stadt, da bin ich zwar an fast richtige Stellen gekommen, aber wurde per E-Mail immer weitergeleitet und dann wurde mir die Sache zu bunt. Daraufhin habe ich mich an den VdK gewandt, der mir sofort vom Kreisvorsitz, vom Kreisvorstand, vom Vorsitzenden des Kreisvorstands eine Antwort gab. Der Sozialverband VdK wird nun versuchen, mit Hilfe seiner Rechtsabteilung den Anspruch von Dorothea Nickel auf die Haltegriffe durchzusetzen. Bis dahin versucht sich die alte Dame mit nicht ganz ungefährlichen Notlösungen zu behelfen, um nicht in ihrer Wohnung eingesperrt zu sein. Das ist also so das Leben eines Rentners als Senior, nicht mehr allzu jung und leider behindert. Ich bin gehbehindert und ich habe auch andere Wehwehchen, aber
die tragen zwar zum Behinderungsgrad bei, aber was das Gehen anbetrifft, sind es eben meine Gelenke. Um es Menschen mit Behinderung in Zukunft leichter zu machen, barrierefrei zu wohnen und dem wachsenden Bedarf an altersgerechten Wohnungen gerecht zu werden, fordert der VDK im Rahmen seiner Kampagne Weg mit den Barrieren deshalb: Das KfW-Programm Altersgerecht umbauen ist ab sofort auf 200 Millionen Euro im Jahr aufzustocken und schrittweise zu erhöhen. Der barrierefreie und altersgerechte Wohnungsbau braucht eine entschiedene Förderung durch den Bund. Die Länder müssen zum zweckgebundenen Einsatz der Mittel verpflichtet werden. Barrierefreiheit muss verbindliche Voraussetzung der Städtebauförderung werden. Vertreterinnen von Menschen mit Behinderungen sind rechtzeitig in Planung mit einzubinden.